Oi, was geht ab, Leute? Team Bubble hier mit brandneuen Nachrichten. Und zwar wurde Dan verklagt. Und heute wird unser Reporter Tati mal durch die Runden gehen, durch Fontaine in München. Und die Leute fragen, was sie davon halten, was sie jetzt machen werden, wie das aussehen wird, was sie glauben, was so abgeht. Servus, ich habe jetzt hier den. Joshua. Der Joshua, du spielst Dual Network auch, oder? Ja. Death Pro auch oder nicht? Yu-Gi-Oh! Pro. Yu-Gi-Oh! Pro spielst du. Hast du mitbekommen, was jetzt los war auf Dual Network? Ja, ich habe einen Teil davon mitbekommen. Okay. Erzähl uns mal, was du mitbekommen hast. Irgendwie, dass Konami die Bilder rausgenommen hat, die Artworks von den Karten. Okay. Ja, die waren ja irgendwie, das ist ja nur für Konami, die Bilder, und die haben das jetzt da weggenommen, sprich, Dual Network ist jetzt ohne Bilder. Was hältst du davon? Einerseits hat Konami recht, dass es ihre Bilder sind. Andererseits ist es doch für Konami teilweise auch gut, dass sie das Spiel auf Dueling Network zum Beispiel testen können, neue Decks, und sich diese Karten dann in Real Life auch holen werden. Okay. Also es ist ja auf beiden Seiten. Konami hat eigentlich recht, meiner Meinung nach. Okay. Und bleibst du es noch bei Dueling Network? Also spielst du es oder hast du es dann gespielt, auch ohne den Bildern bis jetzt oder noch nicht? Nein, ich bin jetzt derzeit nur auf Yu-Gi-Oh! Pro. Okay. Ich werde die endlich mehr spielen. Du willst die endlich mehr spielen? Nein. Deswegen oder überhaupt? Also ich habe jetzt nichts gegen die Artwork-Entfernung, aber es ist einfach nicht mehr Yu-Gi-Oh! Inwiefern? Ohne die Artworks ist es einfach nicht dasselbe, ich kann nicht genau sagen, was. Okay, also dann hat es doch, also sprich, da die Artworks nicht mehr, also die Bilder nicht mehr drin sind, hast du keine Lust mehr eigentlich, das dann weiter zu spielen, oder? Ja. Ja, meinst du, dass es bei Yu-Gi-Oh! Oder bei Yu-Gi-Oh! Pro oder Death Pro dann wahrscheinlich auch so passieren wird? Es kann sein, aber ich denke, da wird die Community schon eine Lösung finden und die Bilder dann online stellen, die man sich quasi in das Spiel dann reinportieren kann. Meinst du, dass die anderen Leute dann auch so wie du jetzt sagen, die haben keinen Bock mehr auf das Spiel, weil die Bilder jetzt weg sind? Ich glaube, ein paar werden es noch spielen, aber nicht mehr so viele. Die werden dann sich alle dann auf andere Dinger. Ja. Super. Danke dir, Joshua. Und viel Spaß noch. Mein nächster Gast ist der Benjamin. Servus, Benny. Servus, Tati. Spielst du online Yu-Gi-Oh? Manchmal. Auf was spielst du das? Death Pro. Nur auf Death Pro? Ja. Dual Network noch gar nicht? Nee, noch gar nicht. Hast du mitbekommen, was gerade los ist bei Dual Network? Nee. Die haben ja irgendwie einen Rechtsstreit mit Konami. Echt? Ja. Bei Konami dann, die haben ja verklagt wegen den Artworks und den ganzen Bildern. Sprich, Dual Network ist jetzt ohne Bilder. Das ist natürlich geil. Das ist sehr geil. Sehr geil. Muss ich sagen. Okay. Das wäre nichts für dich, oder? Würdest du es gar nicht spielen wollen, oder? Nee, eigentlich nicht. Das sieht ja alles gleich aus. Okay. Was würdest du sagen, wenn es beim Death Pro genauso wäre? Ja, das wäre dann auch scheiße. Dann einfach gar nicht. Einfach nur ganz normal hier spielen. So wie sonst auch. Okay, also dann online dann gar nichts mehr, dann halt nur noch Real Life dann. Ja. Meinst du eine Aktion würde dem Spiel schaden an sich? Nee, eigentlich nicht. Also du meinst, die Leute würden dann trotzdem noch weiterhin Yu-Gi-Oh! Spielen? Ja, irgendwie schon. Okay. Ja, das war's. Hey! So, meine Lieben, jetzt habe ich den. Mert. Jetzt habe ich den Mert wieder hier bei mir. Mert, spielst du Dual Network? Ich spiele kein Dual Network. Nee. Du spielst kein Dual Network? Nee. Spielst du was anderes irgendwie online? Death Pro. Death Pro. Nur Death Pro gerade? Ja. Okay. Hast du mitbekommen, was gerade los ist bei Dual Network? Nee, was ist los? Die wurden ja verklagt von Konami. Echt? Wegen den Artworks der Karten. Okay. Hast du den Arzt nicht mitbekommen? Hab gar nicht mitbekommen. Gar nichts? Nee. Ja, jetzt vor gestern, genau. Sprich, jetzt hat Dual Network, musste die ganzen Karten, die Bilder rausnehmen, weil natürlich die von halt Konami sind. Ja. Ich glaube, der Streit ging ja schon ein bisschen länger. Ja. Was hältst du davon? Ist ja echt scheiße eigentlich, Mann. Jetzt können die Leute nur noch Death Pro spielen. Und ich meine, es waren ja ein viel Spieler auf deren, oder? Es war die meisten haben ja DN gespielt. Genau. Weil Death Pro läuft von alleine. Und ja, ich finde es schon scheiße, Mann. Weil jetzt würde ich kein DN mehr spielen. Also du findest keinen Sinn mehr, weil wenn die Kartenbilder nicht da sind, macht es gar keinen Spaß. Du siehst halt die Bilder einfach nicht mehr, sondern ja, alles. Die Effekte und sowas, genau, die Namen, aber genau. Nee, das finde ich schon scheiße. Also findest du es nicht? Findest du es nicht gut? Gemacht, also ja, weil Konami den gehört ja. Kooperieren die mit Death Pro? Also Yu-Gi-Oh! Death Pro. Das weiß ich nicht, ob sie da einen Deal haben oder nicht, aber mit Dual Network haben sie anscheinend keinen Deal. Okay. Ja. Und sprich, die wurden es verklagt, ja, und die mussten jetzt alle die Bilder, die ganzen Artworks halt rausnehmen. Das ist ja echt scheiße, Mann. Das ist ja auch Werbung für die eigentlich, für Konami. Eigentlich schon, ja, aber vielleicht brauchen die auch keine Werbung.
Ja, stimmt auch wieder. Aber ich, ja, ist schon dumm, finde ich. Also. Aber dir würde das Spiel an sich nicht gefallen, jetzt, wenn du jetzt online spielst, wenn da keine Bilder drin sind, oder? Auf gar keinen Fall, Mann. Auf gar keinen Fall, nee. Also du bleibst es dann eher bei DevPro. Ja, ja. Meinst du, dass es bei DevPro oder bei Yu-Gi-Oh! Pro dann vielleicht auch eventuell passieren könnte? Das könnte eventuell passieren, ja. Warum nicht? Also wenn sie keine Kooperation haben mit Konami, könnte das auch passieren. Okay, und was machen wir dann? dann kommen wir. Da müssen die Locals jeden Tag offen haben. Oh mein Gott, Yu-Gi-Oh! Ist tot, Mann. Jeden Tag Containment nach der Arbeit. Ja. Containment bis 10 Uhr offen haben und ja. Ja, dann läuft gar nichts mehr. Ich meine, was gibt's denn noch für Alternativen? Ja, halt ohne Bilder zu spielen. Digga. Da müssen wir dann vielleicht, oder? Aber also wir hoffen mal, dass vielleicht Konami, keine Ahnung, mal da irgendwas regelt oder so. Ja, mehr, danke dir. Kein gell? Problem. Ja, und Problem. Ja, viel Spaß noch. Servus, meine Lieben. Wir haben jetzt den Lukas bei uns. Lukas, spielst du online Yu-Gi-Oh? Ja. Auf welchen Plattformen denn? Yu-Gi-Oh! Pro. Nur Yu-Gi-Oh! Pro? Ja. Hast du das mit Duel Network mitbekommen, was gestern los war? Dass die Bilder rausgenommen worden sind. Genau. Ja, habe ich. Was sagst du dazu? Ich habe es früher genutzt, ich fand es eigentlich schon geil. Also ich verstehe es jetzt nicht, warum sie es rausnehmen. Ja, Konami hat halt die Rechte an den Bildern. Und hat halt Dual Network, die haben wahrscheinlich kein Abkommen. Ja, einfach halt rausgenommen. Was sagst du als Spieler dazu? Also wie wäre es für dich, wenn du jetzt so spielen müsstest oder würdest? Ich spiel's dann gar nicht mehr. Also du würdest dann auf Dual Network jetzt eigentlich gar nicht spielen, wenn es bleiben würde, oder? Ja, wozu auch? Ich will es ja spielen, weil ich die Bilder sehe. Und wenn ich keine Bilder sehe, dann muss ich jedes Mal die Texte nachlesen. Ist ja auch scheiße. Du meinst halt, dass die meisten Leute da so auf den Bildern fixiert sind, dass sie dann automatisch eigentlich schon den Text kennen, oder? Ja. Okay. Meinst du, dass es bei dass sowas auch bei den anderen Plattformen passieren könnte? Wie jetzt Yu-Gi-Oh! Pro, DevPro oder sowas? Ich hoffe es nicht. Aber wenn sie es da jetzt machen, das gibt es ja schon länger als Yu-Gi-Oh! Pro, glaube ich. Ich wünsche es mir nicht. Okay. Meinst du, dass das in dem Spiel schaden würde, dass halt jetzt viele Leute einfach jetzt nicht mehr Yu-Gi-Oh! Spielen an sich, auch jetzt im Real Life nicht mehr, oder meinst du, das wird alles beim Alten bleiben? Nö, es würde schon was ändern, weil man konnte sich da halt immer die Decks bauen, ohne Geld auszugeben. Und erst dann hat man sich gesagt, okay, man gibt dann Geld dafür aus. Ich würde kein Geld mehr ausgeben, wenn ich davor nicht testen könnte. Also meinst du, dass jetzt die meisten Dual-Network-Spieler wahrscheinlich dann auf die anderen Plattformen wechseln würden, oder? Ja, klar. Das meinst du, oder? Ja, danke, das war's. Wir haben hier Dämonier. Hast du gehört, was mit deren passiert ist? Ja. Ja, ich habe gehört, also zumindest, dass wegen, aus Lizenzgründen haben sie jetzt von DN die Bilder weggenommen oder beziehungsweise die Seite gesperrt oder nicht mal gesperrt, aber auf jeden Fall wollen sie jetzt, ich denke mal, dass von Konami ausgeht, dass sie das Ganze einfach downshutten und ja, ist halt scheiße, es war halt eine geile Option, um Deck zu testen, kostenlos, bevor man sich die ganzen Karten teuer ranholt, weil ich meine, die Karten sind jetzt nicht gerade unbedingt billig und bestimmte Karten auch, die man sich vielleicht im Vorhinein nicht kaufen will, wenn man nicht mal sicher weiß, ob sie in dem Deck gut laufen und naja, da war es halt eine gute Option und das ist halt eigentlich ein ziemlich beschissener Schachzug von Konami, weil ich denke mal, da wird mal in den folgenden paar Monaten im Jahr wird eine kostenpflichtige Version rauskommen, also bin ich mir ziemlich sicher, weil Konami ist ein Wirtschaftsunternehmen, das will halt maximalen Profit aus allen möglichen ziehen und deswegen bin ich mir da ziemlich sicher, dass wir das bald nur noch für Geld nutzen können. Wird vielleicht auch besser sein von der Qualität her, aber ich denke mal, dass einfach das kostenpflichtige dann, dass es bei vielen Usern dazu führen wird, dass sie auf andere Duell-Systeme umspringen werden wie DevPro, wobei ich bei dem auch mir ziemlich sicher bin, dass das auch bald von Konami kassieren wird. Ja, das ist so meine grobe Meinung und ja. Meinst du, dass die Spieler das zahlen würden, wenn es noch was Kostenpflichtiges rauskommt, oder würdest du das zahlen? Also ich würde es nicht zahlen, es kommt drauf an, aber im Grunde genommen sagt man erstmal nein, weil man eh schon an sich in das Hobby genug Geld reinsteckt, weil die Karten ja eben auch teilweise teuer sind und dann noch extra zu zahlen, um zu testen, ob etwas eventuell gut laufen könnte. Ich glaube, dass es auf längere Hinsicht nicht viel Zusage von der Community bekommen wird. Meinst du, dass jetzt durch diese Aktion von Konami das Spiel an sich also geschädigt wird, weil einfach die Leute es nicht mehr online spielen und dann auch im Real Life vielleicht nicht mehr spielen wollen oder keine Ahnung?
Also ich denke mal, das Problem ist, dass wie die Yugi-Community jetzt schon gezeigt hat, die lässt sich einfach viel zu viel gefallen. Und ich denke, dass da auch zu viele mitziehen werden. Vielleicht wird der Use von dem Ganzen wird vielleicht drunter leiden, aber so, dass das Game in Real Life gespielt wird, wird immer noch als populärste Spiel sein, denke ich. Dan wurde verklagt, keine Bilder mehr, was sagst du dazu, Chong? Oh mein Gott, ich bin heute auf dem Turnier gewesen, gestern wollte ich noch abends testen, aber dann habe ich die Nachricht gehört von meinem Freund Hong hier, dass es keine Bilder mehr gibt, also habe ich auch nicht getestet. Ich finde es echt schade. Dan war echt geil zum Testen, auch für die neuen Karten, auch zum Karten durchlesen und finden, neue Ideen immer so. Kartensuche, echt geil ansonsten. Schade für Dan. Hoffentlich kriegt ihr das hin, dass Dan wieder bald gestartet wird. Ansonsten, vergiss dich, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Also wir leiden auch. Also das war schon für viele Sachen nützlich. Decklisten und sowas, posten und sowas. Decklisten, Videos und sowas, Deckprofiles. Unsere Strife Rider Liga war geplant zurückzukommen. Fan Challenge auch. Klasse Turniere hatten wir auch geplant, da hatten wir auch schon ein paar Sponsoren, Auflage und sowas. Also ganz viele Sachen. Tati, was geht ab? Oh mein Gott, echt tot, Mann. Daran habe ich gerade erst jetzt gedacht, aber an so unsere Liga, an die ganzen Turniere auf Tour Network. Oh mein Gott, das ist echt krass, weil viele. Das stimmt schon, viele sagen halt, das ist halt nicht mehr Yu-Gi-Oh!, das ist dann einfach ein Spiel mit schwarzen Karten, ja, mit einem Text drunter. Viele werden wahrscheinlich auf DevPro ausweichen, ja, aber DevPro ist momentan auch jetzt von den Rulings her nicht so gut wie Duo Network, also sprich, viele Sachen werden falsch geruled, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir müssen uns echt was überlegen, ich hoffe, Duo Network kann da irgendwas machen. Es wird echt hart, Mann. Ohne unsere TBT-Liga. Oh mein Gott. Also was ich noch gehört habe, ist von DevPro. Die haben schon einen Status hingeschrieben. Willkommen alle Dan-Spieler. Haben die, oder? Ich glaube schon. Oh, ansonsten, wer weiß ich auch nicht. Hoffentlich kriegt ihr das echt gebacken, Mann. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.